Es ist soweit, als hätte ich es geahnt. Na, was denkst du, was das hier ist? Ne? Blätter sehen aus wie, ja, könnte man denken, tatsächlich, ja, Gummibaum. Das wäre eine Möglichkeit, aber hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Die Blätter sehen jetzt aber auch nicht so aus, vom Namen her, wie man denken könnte. Und zwar Apfel, der Mami-Apfel. Ja, als hätte ich es geahnt, er macht tatsächlich die ersten Blätter. Und das sieht so mega cool aus. Also da bin ich mal gespannt, auch wie die Pflanze sich hier im Haus weiterentwickelt. Das ist so schön. Oh, so schaut der Kandidat hier unten aus. Nach wie vor alles wunderschön, knackig, frisch. Oh, das ist so genial. Was haben wir lange gewartet auf einen Austrieb, auf die Keimung, auf das Wachstum? Alles hat sehr lange gedauert. Und heute ist es soweit. Die ersten Blätter zeigen sich hier bei diesem Kandidaten. Ach, das ist so schön. Ich schiebe noch einmal hoch, vorsichtig. Gucken, ob wir das hinbekommen. So, ja, siehst du wohl. Okay. Ja, das wird dann jetzt, denke ich mal, vielleicht etwas schneller gehen. Wir wissen es natürlich noch nicht. Der Mami-Apfel, den haben wir ja noch nicht so lange hier in der Kultur. Das ist das erste Mal. Aber interessant zu beobachten, wäre es ja gewesen. Und sicherlich auch interessant weiter zu verfolgen. Der Mami-Apfel. So kann es gehen. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, der Mami-Apfel begleitet uns schon lange, lange Zeit und wir sehen, er hat sich wunderschön langsam, sehr langsam entwickelt. Auch wenn er lang ist, könnte man denken, er wäre geschossen. Nein, er ist ganz, 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 ganz langsam gewachsen, Stück für Stück. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis er heute dann dementsprechend so ausschaut. So, Pistazie. Gucken wir uns etwas näher gleich an, damit wir wissen, wie es damit weitergeht, beziehungsweise wie die Pflanze sich jetzt entwickelt hat. Und dann wurde ich gefragt, hast du denn deine Banane noch? Ja, ich meine, irgendwie, ne? Ach ja, es gibt sie noch. Pass mal auf, die schaut jetzt so aus. Oh, kannst du wirklich nicht viel sehen, ne? So, nimm so ein bisschen runter. Merkst du was? Ja, ich habe die Blätter abgeschnitten, die abgeknickt waren, weil das sah A nicht mehr schön aus und zum anderen hingen die mir irgendwie im Wege rum. Habe ich die einfach abgeschnitten hier oben und das macht der Banane überhaupt nichts. Sie hat jetzt hier tatsächlich schon wieder ein neues Blatt am Herauswachsen. Nach wie vor wächst sie sehr, ich sag's mal, gedrungen. Ne? Also sie schießt nicht in die Höhe und das liegt halt ganz einfach daran, weil wir das Ganze hier in den kleinen Topf haben, nach wie vor. Ne? Wir haben sie damals immer wieder mal rausgeholt, alle paar Monate Wurzelschnitt gemacht, wieder in den gleichen Topf hineingepflanzt und das ziemlich oft. Und mittlerweile mache ich es nicht mehr, bis jetzt zumindest, weil das Wachstum nach wie vor sehr kompakt ist und sehr verhalten in dem Sinne. Ne? Und von daher, ja, lassen wir auch mal so weiter wachsen. Vielleicht nehme ich sie irgendwann nochmal raus, mache nochmal Wurzelschnitt, aber wie gesagt, im Moment ist das so okay. Ne? Ist auch noch ein bisschen Platz hier im Wurzelbereich. Und von daher, aber die ist schon, ne? Ich überlege, das war ein ganz kleiner Samen gewesen. Heute so eine schöne Pflanze mittlerweile. Gut, werden die Blätter jetzt nicht abgeknickt, wird es noch schöner aussehen. Ne? Aber manchmal ist das so, da passiert es halt, machst du nichts. So. Das kurz zu der Banane. Hast du die denn noch? Ja, sicher habe ich die noch. Und die wird mit Sicherheit, so wie es aussieht, einige Jahre hier im Haus bleiben bei uns. Und es funktioniert. Kommt mit relativ wenig Licht aus. Also kannst du auch im hellen Fensterbereich im Prinzip platzieren. Da wachsen die Bananen auch. Das ist also relativ einfach. So, einmal tief Luft holen und dann schauen wir uns jetzt die Pistazie an und mal sehen, was es heute noch zu Gesicht, was wir noch zu Gesicht bekommen. Ja, ich denke mal, es ist Zeit, mal wieder ein paar Updates zu machen von der ein oder anderen exotischen Pflanze hier im Haus. Jetzt kommen wir zur Pistazie. Joa, wächst prächtig, hat allerdings gerade ein bisschen Stress. Ne? Der eine oder andere wird es vielleicht erkennen. Das liegt ganz einfach daran, das Substrat ist zu trocken für die Pistazie. Also, sie mag es gar nicht zu trocken zu sein, in dem Sinne. Ja, trocken sowieso nicht. Ne? Ich meine, das Erdreich ist feucht, aber halt nicht ausreichend Feuchtigkeit. Die hat gerade ein bisschen Stress, das kann man also richtig ansehen. Und von daher werde ich sie gleich wieder gießen. Wir hatten ja letztes Mal die alten Samen herausgeholt, hier, die nicht gewachsen waren. Hier war ja Schimmel dann auch gewesen und hatten das Ganze noch ein bisschen angegossen, nass gemacht, anschließend auf den Zeber gestellt und dann das überschüssige Wasser raussaugen lassen. Seitdem habe ich nichts mehr gemacht. Hier unten sieht man eine Saugwurzel. Weißt du da vorne? Ja, das heißt also, ich muss sie jetzt ein bisschen gießen, da, wie gesagt, die hat also Stress jetzt. Richtig Stress. Okay, das heißt, ich brauche jetzt mal Wasser. Dann gibt es jetzt einen Schluck Wasser hier oben rein, damit das wieder relativ feucht ist, das Ganze.
Ja, es ist sowieso noch, bleibt noch abzuwarten bei diesem Substrat, wie sich das Ganze verhält, nicht wahr? Nachdem also wir die alten Samen herausgeholt haben, die am Schimmel waren, hat sich auch kein neuer Schimmel gebildet. Das heißt also, ne, wie ich schon sagte vorher, das reguliert sich von ganz alleine. Interessanterweise bei diesem Substrat. Müssen wir weiter beobachten natürlich. So, damit haben wir sie jetzt erstmal weiter versorgt. Ist natürlich die Frage, düngen, ja, nein, vielleicht. Erstmal nicht. Sie hat immer noch ein kräftiges Grün, also da warte ich tatsächlich noch mit, ne, wenn sie uns anzeigen sollte, es wird Zeit, dann machen wir das natürlich. Aber ansonsten würde ich sagen, hat noch ein kräftiges Grün. Also von daher warten wir hiermit auch noch ein wenig. Die Pistazie, die wir jetzt vorhin gesehen hatten, das war die Direktaussaat damals. Da war ja einer von vier Samen, glaube ich, gekeimt. So, das Schätzchen hatten wir erst im Zeber gehabt hier und dann später dementsprechend eingepflanzt. Also entwickelt sich auch relativ gut, muss ich sagen. Doch, Spitze sieht okay aus, frisches Grün. Auch hier düngen wir noch nicht und warten ab. Auch hier keine Schimmelbildung bei dem Substrat, aber das hatten wir allgemein so bisher. Da hatten wir noch nie Probleme mit, ehrlich gesagt. Ne? Okay, komm, dann schauen wir uns jetzt die nächste Pflanze an. Dieses hier als kleines Update der Pistazien. Das sind jetzt die einzigen beiden, die wir jetzt halt hier tatsächlich im Wachstum haben. Mehr mache ich im Moment nicht, weil es reicht erstmal. Ne? Wollen hier nicht übertreiben, von daher ist das soweit ganz okay, wie es läuft. Ein klitzekleines, ja, auch ein Update von unserem Zwergkrug. Oh, das sieht so schön aus, wie der Krug sich jetzt hier langsam entwickelt. Oh, ist natürlich mit der Schärfe wieder so eine Sache hier. Ja, ist schon cool. Ich würde sagen, ich zeige ihn einmal kurz von oben. Oh, das ist so hübsch anzusehen, ne? Wie sich solch eine Pflanze langsam entwickelt. Jetzt kommt das dritte Blatt, sehe ich gerade. Ja. So klein und entwickelt schon einen Krug. Also damit habe ich damals gar nicht gerechnet. Ich dachte, es würde erstmal eine Pflanze wachsen mit Blättern. Ne? Und irgendwann entwickeln sich dann vielleicht mal Krüge in dem Sinne. Aber nein, hier haben wir tatsächlich von Anfang an gleich einen kleinen Krug mit an der Pflanze. Oh, das ist so schön. Ich gucke mal eben, wie es von oben ausschaut. So schaut das Schätzchen von oben aus. Richtig schick. Zum Größenvergleich mal kurz meinen Zeigefinger. Ja. Das ist schon eine coole Sache, was die Natur uns so alles bietet und zeigt, wie die Pflanzen sich entwickeln. Oh, das ist so schön anzuschauen. Solch ein kleiner, hübscher Krug. So, ich würde sagen, wir ziehen mal eben das Blatt hier raus. Da dürfte eigentlich nichts mehr dran sein. Eigentlich, wohlgemerkt, denkste. Denkste, da ist tatsächlich noch was dran. Okay, das heißt, wir müssen ein Stückchen wieder einpflanzen. Moment, warte mal, dann machen wir das aber an einer anderen Stelle. Für den Fall, dass hier aus dem Loch auch wieder irgendwas rauskrabbelt, ne? Dann zerstören wir das nicht in dem Sinne. Also machen wir nochmal ein kleines Loch rein und stecken das Blatt einfach nochmal dort hinein. Denn das sieht schon vielversprechend aus. Da dicke Knubbel da unten dran, ne? Okay, so kann es gehen, ne? Oh Mann, ich glaube, jetzt habe ich ihn zum zweiten Mal herausgezogen. So, dann gieße ich das Ganze auch ein kleines bisschen an. Ich dachte jetzt eigentlich nicht, dass da noch irgendwas ist, ne? Okay, mal sehen, vielleicht kommen noch ein paar andere Pflanzen mit raus hier. Und das wäre ja lustig, wa? Aus 1 macht ganz viele. Okay, tja, vielleicht lernen wir dadurch auch wieder ein kleines Stückchen. Einfach mal machen, nicht wahr? Nicht lange lachen, weiß Bescheid. Oh, das ist so genial. 2 Tage mal nicht richtig geguckt und plötzlich dachte ich mir, komm, jetzt zeig doch mal eben, oder die Frage stellt sich damals, können wir tatsächlich Wüstenrosen oder Sukkulente allgemein in der Selbstbewässerung halten? Ja, nein, vielleicht. Es klappt, es funktioniert tadellos, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Vulkatec-Substrat und den Töpfen von Lechuza. Aber nicht nur da, sondern auch hier. So, wir haben ja ein Problem, die meisten wissen das, und zwar unsere Wüstenrosen wollen nicht mehr wachsen. Jetzt haben wir 2 Kandidaten, denen geht es relativ gut hier, haben zwar ein verhaltenes Wachstum, ist aber okay, das ist, mehr möchte ich auch gar nicht, das ist so ganz schön. Ne? Können sich langsam weiterentwickeln, schauen wir uns gleich etwas näher an. Gut, dann habe ich jetzt gerade etwas gesehen, ich habe noch ein paar Wüstenrosen hier rumstehen, wo kein Wachstum mehr da ist. Ne? So, dann habe ich mir das gerade angesehen, steht auf der Fensterbank hier vorne. Es ist Wachstum zu sehen. Was ist da los? Plötzlich die Wiederauferstehung der Wüstenrosen. Ja, sehr merkwürdiges Phänomen. Ich meine, warum sie nicht wachsen, habe ich bis heute noch nicht rausgekriegt. Ich gehe davon aus, dass irgendwas da dran ist, dass das Wachstum halt hemmt. Ich meine, das sieht man ja an den Wachstumspunkten. Das sehen wir gleich auch nochmal für den, der das noch nicht gesehen hat. Warum das Wachstum nicht mehr stattfindet in dem Sinne, was das genau ist, was da drin dran drum passiert, weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen, ehrlich. Das ist ein sehr merkwürdiges Phänomen. Nun ja, unabhängig davon, in welchem Substrat, denn hier steht es ja in der Kokoserde, ne? Relativ trocken gehalten, plötzlich wächst sie wieder. Was ist da los? Vor allem ist das Interessante an der ganzen Geschichte, ist ja die ganzen Kaudexe, ne? Die sind alle straff, dick, teilweise richtig gut gewachsen, also dicker geworden.
Nur die Pflanzen selber wollen einfach nicht wachsen oder wollten nicht oder wie auch immer. Das werden wir heute vielleicht ein bisschen herauskriegen, nicht in dem Sinne. Auf jeden Fall schauen wir uns die ein oder andere Wüstenrose jetzt mal wieder an nach langer, langer Zeit, um zu sehen, was denn jetzt plötzlich los ist hier. Und wir werden die heute herausnehmen. Kriege ich die hier rein? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal eben gucken. Das wäre natürlich genial. Ansonsten muss ich mir erst noch einen Topf bestellen, in dem Sinne, dass wir den dann auch in die Selbstbewässerung packen. Denn der Nachteil ist hier bei diesen durchsichtigen Töpfen, ne? Kommt halt Licht rein. Ist nun mal so gegeben. Pass mal auf, ich guck mal eben, ob das passen könnte. Das wäre natürlich schön. Erster Einsatz. Bin ein bisschen eng. So gut, wenn ich einen schräg reinstelle. Nee, der braucht einen größeren. Da hatte ich einen raus, der ist auch zu klein. Die da hinten sind auch noch zu klein. Nee, da muss ich mir doch erst einen bestellen. Was wir aber machen können, wir können trotzdem reingucken heute. Weil das Ding kannst du auch ein paar Tage in die Ecke legen. Das ist vollkommen egal. Das macht den Pflanzen gar nichts. Ja, ist tatsächlich so. Du kannst auch alle Wurzeln abschneiden, wieder einpflanzen, geht auch. Ja, die Wüstenrosen machen viel mit, aber trotz alledem, es gibt es hier ein Phänomen. Sie wachsen nicht. Wollen nicht. Wie auch immer. Ne? Das ist schon sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Diese komischen Kohlkopf, ne? Blumenkohlkopf, Wucherungen in dem Sinne. Ja, okay, komm, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache eine Pause, sehen wir uns gleich wieder. Ach nee, jetzt, lol. Schauen wir uns jetzt mal die Wüstenrose einmal kurz rundherum an. Wir sehen hier im oberen Bereich so gut wie kein Wachstum, auch hier sind diese komischen Knubbel, die sich entwickeln. Hier in dem Bereich, im unteren Bereich, ist er herausgewachsen, relativ verhalten, aber immerhin kräftiges Grün. Ja, das ist so ein Phänomen, ne? Da weiß ich echt noch nicht genau, was Sache ist. So, pass mal an, holen wir das Schätzchen einfach mal raus hier, um mal zu gucken, wie die Wurzeln aussehen. Denn das Ding steht hier immer nass, ne? In dem Substrat. Von daher ist es sicherlich interessant zu sehen, wie sich die Wurzeln dabei verhalten, beziehungsweise aussehen in dem Sinne, ne? So. Ja, das sieht eigentlich okay aus. Sind natürlich dementsprechend, sind sie jetzt grün oder nicht? Ah ne, das war von oben an der Oberfläche. Ne, das ist okay. Ja, also ich würde sagen, so weit ist das ganz gut gelaufen. Ne? Wir hatten damals auch einen Wurzelschnitt gemacht, das kann man hier noch erkennen. Und das Ganze ist also wieder wunderschön herausgewachsen. Also die Wurzeln sind nicht gefault in dem feuchten Substrat. Ne? Das kann man so schon mal mitnehmen, dass das soweit ganz gut funktioniert. Ja, also, Mann ey. Das ist so ein Ding mit unseren Wüstenrosen, ich sag's dir. Was mache ich jetzt damit? Pass mal auf. Ich werde ihn erstmal ins Wasser stellen. Ja? Ich denke mal, 2-3 Tage wird ihm das auch nichts ausmachen, damit wir den dann halt mit Wurzeln wieder einpflanzen können, dass er nicht erst wieder neue Wurzeln machen muss. Ja, das werde ich jetzt machen. Ich stelle ihn also ins Wasser rein und dann gucken wir mal in ein paar Tagen, in welchen Topf wir die Wüstenrose hineinpflanzen. Also der Kaudex hat sich wunderschön schön entwickelt, ist auch dicker geworden. Ne? Auch das kann man tatsächlich so schon erkennen. Ja, eigentlich eine richtig coole Pflanze. Aber wie gesagt, irgendwie haben wir Probleme mit dem Wachstum. Okay, da kommt jetzt erstmal ins Wasser gestellt. Die Wurzeln, ne? Schauen wir uns jetzt mal die nächste Wüstenrose an. Ne, hat einen wunderschönen Kaudex hier unten. Hier sieht man auch die Wurzeln, die dicken damals wieder höher gelegt haben. Höher eingepflanzt haben dann in dem Sinne, ne? Hat ganz gut funktioniert. Sieht cool aus. Aber irgendwie wollen die Wüstenrose nicht wachsen bei uns. Frag mich nicht warum. Ich weiß es nicht. Okay. So, das zoomen wir uns gleich etwas näher an. Das habe ich gerade eben gesehen. Ne? Sie hat tatsächlich einen Neuaustrieb. Hier im unteren Bereich. Im oberen Bereich gar nichts. Und wie gesagt, das oben schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Ja, damit man das Phänomen halt nochmal erblicken kann in dem Sinne. Was willst du dazu sagen? Ja, also die Austriebe, wo eigentlich Blätter werden sollten hier, das sind wie so kleine Kohlköpfchen, ne? So Blumenkohlköpfchen in dem Sinne. Das ist also überall so gegeben. Das habe ich bis heute noch nicht rausbekommen, woran das tatsächlich liegt. Ist so gegeben. Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch raus. Vor allen Dingen, was wir dagegen machen können. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Da bin ich also nach wie vor ratlos und auch hilflos, ehrlich gesagt. Also da weiß ich nicht zu sagen. Es ist ein Phänomen, das so auftritt. Aufgetreten ist, schon lange, lange Zeit. Und jetzt treibt sie hier unten wieder aus. Hm? Jo, ist so. Frag mich nicht, warum das hier so gegeben ist. Es ist also wirklich ein Phänomen, das ich einfach nicht wirklich nichts mit anfangen kann. Ist so. Ne? Ich lasse sie trotzdem weiter stehen, um sie zu beobachten. Falls wir das nochmal rauskriegen sollten, was da wirklich Sache ist. Aber nun ja, es gibt Phänomene, die kann man einfach nicht verstehen. Ne? Schauen wir uns jetzt die Wüstenrose an, die in der Selbstbewässerung steht.
in dem roten Topf. Also die sieht richtig schön aus, ne? Kräftige Farbe, auch relativ viele Blätter ausgebildet. Also da kann man jetzt eigentlich nichts dran meckern. Das ist alles okay, so wie das ist. Und von daher, ne? Bei der läuft sie hier komischerweise. Wächst langsam, soll sie auch, ne? Da wir sie ja mehr oder weniger Bonsai-mäßig halten in dem Sinne. Ja, meine Güte, es gibt Phänomene, die kann man einfach nicht erklären. Das ist nun mal so gegeben. Ja, ne? Wollen wir mal gucken, wie es dann mit den anderen Wüstenrosen weitergeht. Vielleicht entwickelt sich das ja von ganz alleine wieder ins Positive. Oder müssen mal irgendwie eingreifen. Aber ich weiß nicht wie. Fällt mir nichts zu ein, ehrlich gesagt. Und spritzen in dem Sinne möchte ich jetzt nicht wirklich. Man könnte ja gegen alles Mögliche spritzen jetzt, ne? Aber nee, das lieber nicht. Okay, dann warten wir einfach weiter ab. Die Sämlinge, ja, also die sind mit Sicherheit schon 2 Jahre alt, glaube ich. Das sind die einzigen 3, die ich aufbewahrt habe und dann hier hineingepflanzt habe, um mal zu gucken, wie sich weiterentwickeln. Das, ja, ne, also auch hier sieht man tatsächlich diese, ja, Blumenkohlköpfchen. Ja, nichts mit Wachstum, gar nichts, ne. Das, ja gut, da hinten hat jetzt mal 2 Blättchen bekommen, aber mehr auch nicht. Alter, das ist schon ein merkwürdiges Phänomen, ne. Kann mir da irgendjemand helfen, dass wir das mal wieder richtig in Gange kriegen hier? Das sieht schon merkwürdig aus, ne? Kriege ich den noch ein bisschen näher ran hier? Vorsichtig, vorsichtig. So, ja, ich glaube, das reicht, ne? Okay. Zur Not kann ich es in der Bearbeitung jetzt noch etwas näher ranziehen. Also ist schon ein sehr merkwürdiges Phänomen, ganz ehrlich, ne? Aber ist vermutlich so, da haben wir uns irgendwas eingefangen und das ist halt übergesprungen auf die anderen Wüstenrosen dann dementsprechend auch. Also, ne? Ja. Das ist so gegeben. Ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Ne? Aber ich lasse sie weiterhin stehen, einfach gucken, was passiert. Ne? Damit wir gegebenenfalls vielleicht noch etwas lernen können. Okay. Ja, meine Güte, Mann. Irgendwie müssen wir da wieder einen Griff kriegen hier. Meine Güte, was hat das damals so wunderbar funktioniert in der Anzucht vom Samen bis zur Pflanze und das, der Rückschnitt und das Einpflanzen, Umpflanzen. Sie sind wunderschön gewachsen, die Wüstenrosen. Und plötzlich war Feierabend, ging nichts mehr. Du konntest machen, was du wolltest, kalt stellen, kühl stellen in dem Sinne, lange Zeit und auch mal trocken stehen lassen, ganz lange Zeit. Und hast du nicht gesehen, nichts zu machen. Ich habe letztes Jahr sogar eine nach draußen gestellt, hat sich auch nichts getan das ganze Jahr über. Also das ist schon ein Phänomen. Das haben wir jetzt, glaube ich, dann schon 2 Jahre ungefähr. So, pass mal auf, dem geht es einigermaßen gut. Der stand auch lange Zeit kühl. Ja, auch nicht viel Wachstum, aber immerhin hat er es überlebt. Ne? Steht jetzt gerade auch trocken. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich jetzt auch wieder mal gießen. Dann mache ich das jetzt auch mal, dass man wieder ein bisschen Wasser kriegt. Steht hier in einer anderen Schale mit drin, damit mir das Wasser hier unten nicht rausläuft. Mache ich mal richtig nass und ne, dann hat er erstmal wieder. Und dann mal gucken. So, ne? Meine Güte. Jetzt haben wir hier noch eine Schale stehen. Kannst jetzt gar noch nicht richtig sehen, und zwar diese hier. Da möchte ich jetzt etwas hineinpflanzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, nehmen wir jetzt diese Wüstenrosenpflanzen hier rein, damit das mal ein bisschen schicker aussieht, oder aber den Ficus Ginseng. Den haben wir mittlerweile bestimmt 5-6 Jahre schon hier drin stehen, also möchte ich jetzt gerne mal umpflanzen. Ich möchte auch ihn gerne zum Vulcatec-Substrat überführen, um ihn dort drin wachsen zu lassen, weil darin einfach alles genial wächst. Bei dem Kandidat natürlich genauso. Wenn er hier hineinkommt, kommt er dann dementsprechend auch in Vulcatec-Substrat, ne? Kakteen-Premium-Substrat. So, ja, das ist schon, ne? Es wird langsam Zeit, dass wir da was machen mit, ne? Dass er sich weiter besser entwickeln kann. Auch hier Kaudex, dick, proppig, schön gewachsen. Pflanze ist aber verhalten, aber immerhin hat sie etwas Wachstum gehabt, ne? So, also komm, jetzt haben wir genug drüber gelabert. Ich muss mich entscheiden, entweder die Wüstenrose hier rein oder den Ficus Ginseng dementsprechend. Ne? Einer von den beiden kommt jetzt hier in die Schale oder ich bestelle mir einfach mal noch eine, könnte ich auch machen. Mal die Größe passt für beide Pflanzen, von daher bestelle ich mir wahrscheinlich noch eine Schale. Aber einen von den beiden pflanzen wir jetzt da rein. Welchen? Ne? Welchen möchtest du hier reingepflanzt haben sehen in dem Sinne? Ne? Kannst du natürlich dabei sein, logischerweise, wenn dich das interessiert. So, meine Lieben, ich mache erstmal Feierabend. Ich muss mich sammeln. Ich habe heute eine ganze Menge zu tun. Wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen, der Vielfältigkeit. Das ist so, ja, mega interessant. Auch wenn mal irgendwas nicht passiert. Wer weiß, was wir daraus noch lernen. Ne? So, pass mal auf. Nicole geht es etwas besser. Sie konnte tatsächlich ihr Füßchen bewegen. Also ich bin mal gespannt drauf. Ich fahre dann heute Nachmittag hin.
mit Melody zusammen. Ich muss auch einkaufen, die Kleine braucht unbedingt neue Klamotten. Die ist aus allem rausgewachsen mittlerweile, aus allem. Das ist echt der Wahnsinn. Mal gucken, ob ich da in der Stadt dann dementsprechend auch ein Geschäft finde. Aber ich denke mal, da wird mir jemand weiterhelfen. Bestimmt. Boah, noch Fragen, ne? Haben ja Mut zum Reden. Einfach mal fragen, wir werden das schon hinbekommen, dass ich alles in einen Rutsch heute erledigen kann. So, wie es weitergeht, werden wir sehen, okay? Ja, es macht Spaß, wenn meine Freund freudige Nachricht bekommt, ne? Ja, das ist so schön. Das macht richtig Spaß. Okay, so. Ja. Abschluss. Abschluss, Abschluss. Und weg. See you later. Ja, achso, die eine lassen wir erstmal im Wasser stehen. Habe ich gerade bestellt, die Töpfe übrigens, damit es damit auch weitergeht. Diesmal habe ich mir zwei rote bestellt vom Format, glaube ich, 14 cm. Ja, 14 cm in Rot. Weil Rot ist einfach eine coole Farbe. Ja, okay.